da di da di da da di da da di da di da. What do you hear over the air? CQ Serenade. Amateurfunk, das Hobby, das in einzigartiger Weise Technik und Kommunikation auch mit Sport kombiniert. Amateurfunk bietet für Jung und Alt gleichermaßen vielschichtige Anreize. Selbst in Zeiten von Internet und Mobiltelefon hat der Amateurfunk nichts von seiner Faszination verloren. Im Gegenteil, viele dieser neuen Techniken lassen sich mit unserem Hobby verbinden und sind aus einigen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Kurzum, ein erdumspannendes kommunikatives Hobby mit Weitblick. Bernd, du bist ja eigentlich der Gründer dieser Clubstation. Wie fing denn 1960, 1961 alles an? Ja, lange ist's her. Und ich habe mich heute früh und gestern immer wieder gefragt, ist es wirklich schon 50 Jahre her? Das will mir nicht in den Kopf hinein. Aber es ist wirklich so. 1960 haben wir als vier Jugendliche eine Telegrafieausbildung, aber noch nicht im Rahmen der GSD, bei VEB Barkerswerken angefangen. Wir haben von VEB Germania die Clubstation DM4CN 1961 zu uns, zu VEB Barkers, überführt und sind dann von dort aus schrittweise QRV geworden. Das heißt also, das Gründungsdatum der Clubstation wäre dann so im November, Dezember 1961 gewesen. 61. Deshalb also jetzt auch der 50. Jahrestag der Clubstation. Ja. Okay. Ja. Wie ging es dann weiter? Also ihr wart vier, fünf enthusiastische Jugendliche? Ja, ich glaube, wir waren fünf Teilnehmer und haben dann nun angefangen. Und vor allen Dingen haben wir angefangen, einen neuen Transceiver zu bauen. Das heißt, Transceiver gab es noch keine. Wir hatten als Empfänger einen Eigenbauempfänger von der Germania übernommen in einem Holzgehäuse. Wir hatten auch zeitweise einen Daubendorf noch als Empfänger. Und wir hatten ganz schnell angefangen, einen AMCW-Sender zu bauen. AMCW heißt? Amplitudenmodulation. Also Sprechfunk? Sprechfunk oder Telefonie und Telegrafie. Genau. Als Antenne, was habt ihr da gehabt? Als Antenne hat man verschiedene Stricke. Wir wurden ja immer mehr Teilnehmer, weil der andere Schwerpunkt bei uns darin lag, Jugendliche in der Ausbildung zum Amateurfunk zu bekommen. Und das hat geklappt. Wir waren in Spitzenzeiten vor der Wende 48 Mitglieder bei unserer Clubstation. In die Ferne geschweift. Wir haben von Anfang an, das ging 62 los, dass wir teilen, also wir Mitglieder der Sektion oder Mitglieder der Clubstation mit unseren Ehepartnern und den Jugendlichen gemeinsame Ferien verbrachten, wobei immer darauf geachtet wurde, dass wir auch Ausbildung den Jugendlichen geboten haben und die Zeit des intensiven Zusammenseins gepflegt haben. Und da war unser Ziel von Anfang an, die Ehepartner mit einzubinden, beziehungsweise die ganze Familie, und das hat immer funktioniert. Das war eine schöne Sache. Ihr habt euch dann auch mit einigen Sonderrufzeichen gemeldet? Ja, Sonderstationen mit Sonderrufzeichen. Zum Beispiel DM0GST, das war zum GSD-Kongress. Ganz kurzes Wort zur GSD, das war praktisch die Dachorganisation. Dachverband, ja. Also die Gesellschaft für Sport und Technik, wo dann der Radioclub dann mit integriert war. Ja, ja. 1979 dann DM30N zum 30. Jahrestag der DDR. Ja. Das N war Bezirker Markstadt. Bezirker Markstadt. Rufzeichen Zuteilung für den Bezirker Markstadt. Also DM4 wäre eine Clubstation und DM2. Ja. Einzelstation oder Einzelgenehmigungsinhaber, privat lizenziert. 1979 zu 80 gab es dann eine Zäsur. Ja. Unser schönes Rufzeichen DM oder dieser Landeskenner DM, 2 bis DM, was weiß ich, musste geändert werden vom 31.12.79 zum 01.01.80 in die neuen Landeskenner Y2A bis Y9Z. Natürlich haben wir alle diesen letzten Tag 1979 ausgenutzt und 24 Stunden lang unsere Rufzeichen unter die Weltfunkamateure zu bringen, und wir waren begehrt wie nie zuvor. Es
war eine schöne Zeit. So, aber dann unter Y2 waren wir wieder unbekannt und haben wieder von vorn angefangen. 1981 habt ihr eine sogenannte Kreiskenner-Expedition gemacht. Was muss man darunter verstehen? Da hatten wir uns als drei Clubstationen zusammengefunden, Wernigerode und eine Berliner Clubstation, und haben dort monatelang vorbereitet eine sehr ausgefeilte, große DDR-Kreiskenner-Expedition. Und wir haben an einem Wochenende im Juni 1981 insgesamt 26 Kreise hintereinander an diesem einen Wochenende aktiviert. Das heißt also mit dem Fahrzeug abgefahren, ja. Station aufgebaut, Antenne Station, aufgebaut? Ja, die Station war im Prinzip aufgebaut in den Fahrzeugen, aber wir waren also immer portabel dann und Antenne aufbauen. Und die musste ja unbedingt in dem Kreis stehen, der aktiviert fast 4000 QSOs. Eine der schönsten Erinnerungen, die uns geblieben ist. 1982 gab es bei den Backerswerken etwas Aufregung, denn da wurde eine Großbaustelle. Ah ja. Da haben wir also die Investitionsabteilung überzeugt bei VLB Brockers. Und die haben uns die Errichtung eines neuen 27 Meter Stahlgittermastes für Flutlichtanlagen zugestimmt. Wir mussten alles selber machen, hatten aber dort zig Helfer aus dem Kombinat. Und am Ende stand dann unser 27 Meter Stahlgittermast. Auf den heute noch mancher OM neidisch. Ja. Achso, und dann gab es noch einen großen Höhepunkt, nicht zu vergessen, 1977 erhielten wir von der GSD im Rahmen der zentralen Vergabe unseren ersten Telto 215. Der hier im Hintergrund, zeigen wir kurz. Zu sehen ist, 100 Watt in allen Betriebsarten, das war natürlich was. Die eigentliche Übernahme dann in den Deutschen Amateurradioclub war dann 1991. Richtig. Und damit wurde dann aus DM4CN, sprich später Y48ZN, wurde dann DF0CHE. Wir waren viele, viele Jahre jetzt in Kosovo. Dort waren Feldlager vom OV Victor 30 und unsere OMs haben das sehr angenommen. Es war immer ein Familienwochenende, dass unsere lieben Partner mitfahren konnten. Und wir wollen das noch viele, viele Jahre so durchziehen. Da das eine weite Reise ist, immer dort hoch, habe ich mir dann selber Gedanken gemacht, ob wir den Leuchtturm in Moritzburg in Sachsen aktivieren könnten. Er war schon, bevor ich auf die Idee gekommen bin, eingetragen beim ELLW, das ist ja das internationale Lighthouse und Lightship Weekend, was immer am 3. Augustwochenende des Jahres stattfindet. Was muss man darunter verstehen unter so einem? Das ist die Aktivierung von Leuchttürmen in der ganzen Welt. Das schottische Programm ist das Programm, wo wir uns angeschlossen haben, was immer am letzten Augustwochenende des Jahres stattfindet. Und wo liegt der Reiz? Der Reiz liegt darin, dass es viele Interessengebiete gibt. Die einen wollen unbedingt mit allen Ländern der Welt funken. Und dann gibt es sehr, sehr viele OMs, die mit allen Leuchtturmen, die es auf der Welt gibt, gefunkt haben wollen. Das heißt also, die OMs müssen in diesen Leuchtturm zu diesem Wochenende sitzen, oder? Wie ist das gemeint? Also im Umkreis von 100 Metern. Es muss ein Schild davor aufgestellt werden mit den Daten des Leuchtturms und mit den Daten der jeweiligen Station, die dort arbeitet, als Beweismittel, dass du am Leuchtturm warst. Delta. Foxtrot. Zero. Charlie. Hotel. Echo. Und als Ergebnis bekommt man dann ein Diplom, oder? Ja, es gibt verschiedene Diplome, die gemacht werden können. Es ist erstmal schon das deutsche Leuchtturmdiplom, was sehr attraktiv und interessant ist, eines der einfachsten. Und dann international gibt es verschiedene Diplome.
Welche weiteren Aktivitäten gibt es im Club? Ja, wir wollen auf alle Fälle aus unserem Portabel einsetzen in der Nähe. Es gibt ja bei uns im schönen Erzgebirge viele, viele Fleckchen, die auch sehr interessant sind. Zum Beispiel haben wir eine Interessengruppe im Club, die machen SOTA, also Summits on the Air, Berge in der Luft. Und da gibt es ein umfangreiches Programm, wo diese Berge aktiviert werden und wo es auch zu Diplomen kommt. Und das ist ähnlich den IOTA-Aktivitäten, also Islands, Inseln in der Luft. Das muss man sich so vorstellen, dass dann bei der Funkverbindung der Funkamateur dann dort auf diesen, die dann von den anderen Amateuren dann gesammelt werden und auf Bestätigungskarten dann eingereicht werden für Diplome. Richtig, ganz genau so ist das. Und das IOTA-Programm ist eines der größten Programme, die es in der Welt gibt. Und das SOTA-Programm, das zieht nach. Die haben faktisch die Bergwelt für sich entdeckt. Das ist bei uns im Club noch ein Schwerpunkt. Und die kleinen FIODs nicht zu vergessen, wo ein bisschen Technik ausprobiert wird, wo auch mal was Neues gemacht wird. Delta Oscar 9, Tango Tango, Portable zurück. Ja, vielen Dank ebenfalls für den netten Kontakt. QSL-Karte 100% okay, Sergej. Und ja, ich hoffe, dich bald wieder zu hören auf der kurzen Welle hier. Alles Gute von Delta Oscar 9, Tango Tango 73 und alles Gute auch für die Familie. Spasiba, dos vidania. Es ist so, dass nicht nur an der Clubstation unser Clubleben stattfindet, sondern sehr, sehr viel in der Natur. Im Oktober verabredeten wir im Club einen Mini-Feldtag in Chemnitz-Rabenstein. Hier traf ich auf Eckert. Ja, da müssen wir sehr weit zurückgehen. Die Wurzeln dazu liegen im Jahre 1940, wo ich das erste Mal ein Radio gesehen habe in ungefähr dieser Größe und natürlich begeistert war. Ja. Die Musik spielte und man sah niemand. Der Krieg verging, die grausame Zeit, und wir wurden umgesiedelt. Und in dem neuen Wohnort, da bekamen wir Kontakt mit unserem ehemaligen, das heißt nicht ehemaligen, sondern mit unserem Onkel in Berlin, der bei Osram arbeitete, und die neben Glühlampen noch ein paar kleine Volksempfänger bauten und die schwarz verkauften. Und natürlich bekamen wir mit diesem kleinen Gerät den Ortssender und wenn wir ganz leise waren, sogar Berlin. Darauf war ich sehr begeistert vom Radioempfang, vom Technik überhaupt, und bin auf den Dächern herumgekraxelt, habe Antennen gezogen. Es vergingen wieder Jahre und es kam die Wende. Danach habe ich mich gewundert, dass man in Bussen und überall so öffentlich funken konnte. Und die weiteren Schritte waren dann die, es waren Sonnabendkurse angesetzt zur Erreichung der Amateurfunkgenehmigung. Und da haben wir ungefähr 10 Sonnabende absolviert, die Technik erworben und Prüfung 1, rein theoretisch, wurde bestanden. Es fehlte die CW-Prüfung, die wurde nachgeholt, wurde auch bestanden. Und so haben wir den Amateurfunk erobert. Und das war im Jahr? Das war, wenn wir heute zurückrechnen, vor ungefähr fast 20 Jahren schon. 20 Jahre? Ja, ja. Mhm. Kurz nach der Wende ungefähr, ein Jahr danach oder etwas mehr. So, und seitdem sind wir jetzt im Club in der Richtung tätig, dass ich mich für Antennenbau interessiere oder für den Filt, den wir hier gerade jetzt machen. Und alles, was so drumherum um den Amateurfunk kreucht und fleucht. Du hast ja noch eine ganz spezielle Technik hier aufgebaut. Ja. Die schauen wir uns noch mal an. Ja, das ist der Solarpanel und das unterstützt die Batterie, die eigentlich auch schon ganz schöne Leistung hergibt, um mit 100 Watt hier zu funken. Das macht sich schon etwas bequemer, die ganze Sache. Also eine umweltfreundliche Art, ja, des Amateurfunks. Ja, auf